mir doch gedacht. Irgendwann am Tag kommt jeder einmal nach Venedig auf den Markusplatz. Ganz nur Geduld haben. Ciao, Ricardo! Victor! Ah, sì. Wo bleiben wir denn? Jetzt hör auf zu quengeln und du hör endlich auf zu zappeln. Warum dürfen Moskau das vermitteln, aber wir nicht? Ja, das ist total ungerecht. Weil wir drei als Gefolge des großen Herrn der Diebe nicht gut genug sind. Er hat Angst, wir machen ihn lächerlich. Put, 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 put. Kommt her, ihr kleinen Scheißerchen! Aber kackt mir nicht die Ärmel voll! Und, put, 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 put! Buongiorno! Willst du auch mal? Ciao! Du siehst aber komisch aus! Wieso? Ich versuche, die Tauben zu füttern. Magst du Tauben? Nicht wirklich, wegen dem Geflatter. Außerdem sagt mein Bruder, dass man Würmer kriegt, wenn man die anfasst. Dein Bruder scheint aber gut auf dich aufzupassen, hm? Ja, manchmal ist es so gut. Aha. Wie heißt du denn? Wo, und du? Victor. Schau mal, ich glaube da hinten, das Mädchen, das sucht dich irgendwie. Also wink ihr doch mal, sonst macht sie sich hinterher Sorgen, hm? Ich wohne in einem Hotel, direkt am Canale Grande. Mhm. Und du? In einem Kino. Oh. Beneidenswert. Da kannst du ja den ganzen Tag Filme anschauen. Das geht nicht, sagt Mosca. Der Projektor ist weg und die meisten Stühle auch. Mosca? Ja, wir wohnen alle zusammen. Ja? Ich muss gehen. Ich mache aber noch schnell ein Foto von dir. Skippio, der Kerl da. Renato, kannst du nicht einmal tun, was man dir sagt? Ihr wart ewig lang weg. Ich habe mich gelangweilt. Aber ich hatte sie die ganze Zeit im Blick. Ja, sah nach einem Touristen aus, wenn du mich fragst. Nein, das war er wieder. Wer? Der Detektiv. Welcher Detektiv? Das kann schon sein. Victor, der Schnüffler, verkleidet sich gern. Der Taubenmann hieß auch Victor. Was? Er hieß auch Victor. Oh, hat er dich irgendwas gefragt? Er hat gefragt, ich weiß. Du hast es ihm erzählt? Na toll. Wo? Oh, was hast du ihm noch erzählt? Ich weiß nicht. Falls er es wirklich war und ihr uns folgt, dann führen wir ihn direkt zu unserem Versteck. Er war aber nett! Oh! Nicht alle Menschen, die nett aussehen, sind auch wirklich nett. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Geh dir schon mal vor. Ich bleib hier und halte ihn auf.